Hallo, ich bin Sandra Hochhuber und dies ist mein Videoblog rund um die Themen Selbstvertrauen, Selbstwertschätzung und Eigenliebe. Und heute geht es um das wunderschöne Thema der Stimme. Die hat nämlich heute Morgen bei mir so ein bisschen gemacht. Ich singe morgens immer zu Harry Belafonte, Island in the Sun, ein Teil meiner Morgenroutine. Und habe ich gemerkt, der könnte es besser gehen. Also ich lade dich ein, mit mir gemeinsam eine Reise zur Stimme zu machen. Such dir wieder einen gemütlichen Platz und dann schließ bitte deine Augen. Merk, wie du entspannst. Und dann leg bitte eine Hand auf deinen Hals, wenn es angenehm für dich ist. Nur wenn es angenehm für dich ist. Und dann spür mal hin, was das so alles wohnt. Und das, was hier im Hals geschieht, ist nur ein winziger Teil eigentlich von einem wunderschönen System, das ineinander greift. Du kannst deine Hand dran lassen oder auch wieder wegnehmen. Und deine Stimme steht dafür, für dich einzustehen. Dich selbst auszudrücken. Wie schön ist das denn? Und was deine Stimme ganz besonders gern mag, ist, wenn du beginnst, ein wenig zu summen. Also. Da hat jeder so seinen ganz eigenen Summton. Probier dich da mal ein bisschen aus. Dann bedank dich bei deiner Stimme dafür, dass du dich sprechen lässt. Und vielleicht hat sie dir ja etwas mitzuteilen. Eine kleine Nachricht zu geben. Du darfst zu deinem Wort stehen. Das, was gesagt werden will, auch ausdrücken. Das auf deine Art und Weise mit deiner Stimme tun. Deine Stimme ist wichtig und weise. Und manchmal ist es auch besser, einfach mal still zu sein. Komm wieder hierher. Öffne deine Augen und achte heute mal auf deine Stimme und auf die Stimmen der anderen. Ich wünsche dir einen wunder, 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 wundervollen Tag, eine tolle Zeit. Und wenn du mit mir arbeiten wollen würdest, dann freue ich mich. Einen schönen Tag. Mach's gut.